Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die... Mathilde! Genau. Wir sind voll beladen. Es ist noch dunkel, wo war unser Haus überhaupt? Ach, follow me. I follow you. And everything is alright. Und ich bin voll beladen und kann nicht richtig laufen. Warum oben links das Symbol mit dem Typen, der schwer trägt und nicht so glücklich guckt? Das ist unten links. Ach ja, unten links. Oben links steht Mathilde, halbtot. Ein Drittel tot, wenn ich bitten darf. Da gehen wir mal schnell weg. Da sind 5 oder so 6 Zombies. Die sind da so im Kreis. Laufen mal ein bisschen. Die sind da im Kreis? Ja, die standen auf einem Fleck. Ich habe keine Ahnung, was die gemacht haben. Vielleicht machen sie eine komische Zombie-Beschwörung. Sollen sie machen, ich will da nicht stören. Naja, zumindest nicht, während wir voll beladen sind. Boah, man kann ja richtig geil laufen, ey. Oh, ich glaube, jetzt brauche ich langsam die Fackel nicht mehr. Ah, doch. Fühle ich mich sicherer, so zu dunkel. Genau, es ist schön hell. Ich sehe unser Haus schon links. Wir haben uns jetzt tatsächlich für das schräge Haus entschieden, weil irgendwie finden wir das beide ziemlich... Streberhaus? Das ist ein Architektenhaus. Schräge Haus. Ach so. Sagen Streberhaus. Was denn? Einfach, weil es irgendwie cool ist. Es sieht so aus, als ob es mal in den 70ern modern war. Das Overlook. Oh, Stripperin, ich kann nicht weglaufen. Brauchst du Hilfe? Wir müssen nämlich auf jeden Fall hier diese Treppe abreißen, dass da die Zombies nicht mehr hochkommen. Und Heinrich hat ein Loch in der Mauer entdeckt, hier nämlich. Das müssen wir auf jeden Fall schließen. Dreimal in den Kopf, das war gut. Mal alle Pfeile? So, ich packe hier erstmal das irgendwie in die Küche rein. Die Küche ist ja alles in der ersten Etage, ne? Ja. So, das erstmal irgendwie voll machen. Boah, ich bin froh, wenn ich mich gleich wieder besser bewegen kann. So. Oh, Lüle. Hast du es erstmal in die Schränken einfach reingeballert, ne? Ja, ja, genau. Dann lege ich jetzt erstmal schnell meinen Schlafsack ab. Zack. Und dann... da ist ein Loch in der Treppe. Würde ich nämlich schon mal nach draußen gehen und mich um Ressourcenbeschaffung kümmern. Damit wir unser Haus hier auch sichern können. Das heißt, ich muss irgendwo Lehm finden. So, meine Steinschaufel. Dann begebe ich mich jetzt auf die Suche nach Lehm. Eigentlich müsste man nur buddeln. Ist hier alles normale lehmige Erde? Also man findet mittlerweile... Faszinierend. Das ist tatsächlich hier lehmige Erde. Es ist alles lehmig mittlerweile. Ich mache erstmal eine Holzseite weg hier. Ne? Wir brauchen ja nur eine erstmal. Ja, ist in Ordnung. Das heißt, ich brauche dann relativ viel Stein. Aber Lehm brauchen wir ja später sowieso für die Schmiede. Super, da ist direkt auch ein Stein, den ich dann abtragen kann. Oh. Das Praktische, wir haben ja gleich einen See, wo man leere Wasserflaschen gleich auffüllen kann.
Ich würde aber heute gerne auch so ein bisschen... Ah, hier hinten geht's, ist auch eine Treppe. Die machen wir auch weg, komplett. Ich würde aber trotzdem heute ein bisschen durch die Gegend wandern wollen. Nicht zuletzt, weil wir auch irgendwie Fleisch brauchen. Ah. Ja, es tut mir leid, aber wir oder irgendetwas zu essen brauchen wir. Was zu essen? Aber wir gingen das andere Gebäude nochmal, was am Strand war. Da gab es auch was zu essen. Ja. Aber sonst, genau, schön erstmal außen. Ich liebe es, wenn es Steinmauer so ein bisschen hart, haben, das Haus. Es hält einfach ein bisschen mehr aus als Holz. Ja, und ich bin schon fleißig am Pflastersteine machen. Jo. So, das sollte eigentlich reichen. Müssen wir es hier nur ein bisschen anpassen, weil da das so ein hässliches Loch ist. Boah, müssen wir es erstmal ein bisschen... anpassen hier. Oh, da müssen wir lange, lange kloppen. So, es gibt jetzt nur noch einen Aufgang. Sehr gut. Also wahrscheinlich werde ich das hier erstmal so füllen, um die Schönheitsflecken kümmere ich mich dann später, weil... Uhuhuhu. Ja, ja. 1500, ey. Da kloppt man ja wie die Weltmeister dran. Aha. Deswegen mache ich erstmal das Loch zu. Ja, einfach, dass keiner durch kann. Zack, fertig. So. Zu geht nicht. Und durch? Nö. Nö, ich komme nicht durch. Reicht. So, dann haben wir jetzt nur noch einen Aufgang. Jetzt natürlich auch viel. Wir können natürlich auch das Loch hier einfach stopfen. Weil hier ist so ein hässliches Loch. Ja, noch besser. Siehst du, dreht schon besser aus als vorher. So. Loch gestopft. Loch gestopft. Weil ich glaube, hattest du den Keller überhaupt vollständig angeschaut oder so? Nee, ich bin vorhin schnell hoch. Also eigentlich habe ich den durchsucht, ja. Haben wir irgendwie Eisen zum Reparieren? Ein bisschen haben wir ja. Ah ne, ich glaube, meine Spitzhacke braucht was anderes. Was, eine Spitzhacke? Ja. Die Spitzhacke braucht geschmiedete Eisen. Ja. Da haben wir nichts von, ne? Nee. Ach, dann packe ich sie erstmal weg. Gut. Das hier können wir auch nicht so lassen. Ja. Ich geh noch ein bisschen Stein haben, bis du soweit bist. Naja, ich mache erstmal auf dem Herd. Auf dem Herd kann ich nichts bauen, weil die Abzugshaube ist noch da. Hm. Hm, die Abzugshaube finde ich aber cool. Ich hau den Herd weg. Ja, außerdem macht die Abzugshaube Licht. Genau, ich hau den Herd weg. Hau den Herd weg. Ich höre Zombies. Pass auf. Da. Zombie entdeckt. Kriecht Zombie. So. Oh,
runterkriecht-Zombie. Jetzt brauche ich ganz viel. Ich gehe mal ganz kurz in den Keller gucken, weil ich bin der Meinung, ich habe alles durchsucht. Genau, war ja nicht viel. Ah, nee, hier ist ein Raum. Ein Raum, der ist noch zu. So, dann hacke ich so ein bisschen Bäume. Hacke mal Bäume. Weil wir müssen uns ja in nicht allzu ferner Zukunft auch um sowas wie die Verteidigung kümmern. Ah, hier ist ein Büro. Aber mit kein Zombie drin. Nochmal 10 Schuss für die Schrotflinte. Militäroberteil. Bisschen erste Hilfe. Jetzt kann man sich die Beine brechen. Shamway-Kisten, das ist gut, weil das ist ein Essensding. Eine Stahltür und eine neue Spitzhacke. Juhu! Kannst du ja mit der Spitzhacke... Ach nee, wir haben jetzt das Loch verschlossen. Ja. So, jetzt ist der Keller auch erfolgreich durchsucht. Aha, noch hier so einen geheimen Koffer gefunden. Mit Wasser drin. Oh, toll. Wasser wollte ich schon immer mal haben. Mach dich nicht über das Wasser lustig. Wasser ist auch wichtig. Denk nur dran, in dem, was wir jetzt nicht veröffentlicht haben, wo wir total Probleme hatten, weil wir keinen Kochtopf zum Wasserkochen hatten. Ja. Also alles echt gut beleuchtet hier. Die Stahltür benutze ich mal gleich hier statt diese Holztür. Die hacke ich mal weg hier, ne? Mhm. Und den Eingang zum Keller können wir auch erstmal lassen. Von dem Keller können wir uns ja tiefer buddeln. Ja. Dann haben wir so einen eleganten Kellerweg. Das haben wir noch nie gehabt. Ja, ich denke mal, aber für eine Nacht wird das hier so reichen, was wir hier haben. Ja. Die greifen wir jetzt nicht so immens an. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach mal nach Westen. Was ist das? Das müsste Westen. Wolltest du dir nicht noch Osten. Da dieses eine Ding am... Oh ja, das können wir auch machen. Dann gehe ich da mal hin. Ich komm gleich nach. Ich wollte noch eine Kleinigkeit essen. Ja. Ich folge dir dann, sobald ich soweit. Oh, ich bin halb voll. Ich habe mich noch gar nicht entleert. Aber essen müsste ich auch mal was. Aha, ich esse schnell weg. Ich esse schnell weg, was noch da ist. Ich esse alles. Ich esse alles. Oh, hier einmal Bohnen für dich. Und ich esse Ananas. So, und da ist noch Mais drin. Weil wir brauchen ja auch noch einen Grill. So, dann trinke ich nochmal. Ach, ich muss ja keine 15 Wasserflaschen mit mir rumschleppen. Nö. 15 Wasserflaschen ist dann ja doch ein bisschen übertrieben. So. Okay. Let's go. Vogelnestchen. So, wo? Ach ja, genau, wir wollten ja zu diesem
Harbor. Wie heißt das doch gleich? Hafen. Ja, Hafen. Ein schweres Wort. Außerdem haben wir noch in diesem anderen Haus, das wir auch als potenzielle Basis gesehen hatten, haben wir auch noch relativ viel Zeug. Ja. Warum ist meine Ausdauer so niedrig, ey? Nicht genügend gegessen oder getrunken, würde ich sagen. Nee, haben wir nicht viel. So. Diese komische Radiostation. Ja, da wird es bestimmt was geben. Stimmt. Brennendes Fass. Könnten wir rein theoretisch auch mitnehmen und als Licht aufstellen. Nee, können wir nicht mehr mitnehmen. Echt nicht? Entschuldigung. Ich kann es nicht mitnehmen. Die machen das schon kaputt. Ah, hier war. Das ist mal ein anderes Gebäude, was ich meine. Ah, eine Zapfsäule. Weil das, was ich meinte, ist, wo. Da ist was eingestürzt. Ja, hier ist ja alles heil. BJ's Gas. Oh, ich stell mich hier auch so. Falls da ein Hund drin ist. Haha, komm doch her. Ach, brauchen wir lange. Oh, sie sind raus. Oh, die kommen ja hoch. Okay, ich glaube, der eine ist runtergefallen. Ach, da kommen die nächsten. Die Krankenschwestern sind nicht so schnell. Muss aufpassen, dass das wieder so sieht. Oh, da kommt er wieder hoch. Ja, dass die hüpfen, das bin ich noch nicht so dran gewöhnt. Das ist, Vor allem die hüpfen richtig gut. Ja, besser als wir, also. Auf wohin du schießt. Das musst du ja sagen, du Danebenschießerin, du. Ah, ist noch jemand. Leicht niederknüppeln. Hast du mich voll erschreckt? Ah, hier oben ist diesmal. Oh, ein Rock. Oh, eine Waffenfische. Wieder zwei Pistolen, aber sonst nichts. Achtung, ich mach die Tür auf. Ah, du knüppelst ja schon. Hm. Also Fässer kann man mitnehmen, aber wenn die Fässer was drin haben. Hm. Oh, war nicht so ergiebig. Nee, war nicht so geil. Dann weiter. Oh, da ist er da! Aber ich gehe jetzt nach Osten, einfach mal in den Wald lang und suche was zu futtern. Müssen wir uns halt ein bisschen aufteilen. Okay. Dann geh du eben nach Osten. Geh ich nach Norden. Ja, es ist so ein bisschen aufteilen, wir brauchen, aber hast du ja gesagt, wir brauchen ja was zu futtern.
sehr wichtig. Ich weiß. Genau, das war das spezielle Haus. Und denk dran, auch Zombies knüppeln ist wichtig. Du brauchst die Erfahrungspunkte. Boah. Hallo, Zombie, ich soll auf dich knüppeln. Oder schießen. Erfolgreich, Zombie, erfolgreich geknüppelt. Ich steige jetzt diesen Berg hier. Gucken, was ich da oben so sehe. Glaube, entweder warst du das oder ich habe ein Wildschwein gehört. Ich war's bestimmt. Ein Wildschwein! Töten, töten, töten! Entschuldige, Schwein, aber wir brauchen dein Fleisch. Scheiße, Hund! Das ist nicht gut. Wo ist meine Schrot? Geht's ja noch weiter nach oben. Wolf! Was hast du alles? Alter, beides gekillt, yo! Super, yo! Holla, die Waldfee. Oh, da geht's ja noch höher. Wo ist das Schweinchen? Da ist das Schweinchen. Oh, da ist ja richtig Gebirge, Schneegebirge dahin. Ah. Da scheint so Wüste zu sein, Steppe. Hm? Puh, 49 ja, Fleisch. Da im Osten scheint auch ein Händler zu sein. Und das ist nicht unser Händler, bei dem wir waren. Ja, ich steig hier mal herab langsam aus meinem Auto. Der Wolf hat diesen Scheiß, das scheiß Wildschwein beschützt. Ich habe den Wolf auch nicht gesehen. Abstieg muss vorsichtig erfolgen. Was sagst du? Ich bin im Gebirge und ich versuche hier gerade runterzugehen. Das muss ich natürlich vorsichtig machen. Kommt raus, Tierchen, Tierchen, Tierchen. Kommt zu den lustigen Heinrich, Tierchen, Tierchen, Tierchen. Ich tue euch nichts. Ihr könnt doch zur lieben Mathilde kommen, die streichelt euch mit Pfeilen. Tut noch gar nicht weh. Ich habe auf jeden Fall schon eine ganze Menge Federn gefunden. Oh, blaue Farbe. Schön. Ich glaube, da male ich meinen Knüppel gleich mit an. Ja, rot habe ich ja auch irgendwo schon gefunden. So, mein Knüppel ist jetzt blau. Sehr schön. Ein blauer Knüppel. Hat er auch irgendeinen anderen Effekt gebracht, außer blau? Naja, die Werte sind ein bisschen besser geworden. Dann mache ich nachher meinen Knüppel rot. Oh, ein Zombie, hallo. Ich teste mal meinen blauen Knüppel an dir. Guter blauer Knüppel. Oh, noch ein Zombie.
mit dir werde ich aufsteigen. Hörst du mal auf, so rumzuwackeln. Hey, jetzt wirst du geknüppelt! Ich sagte doch, du bist mein Aufstieg. Level 6. So, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Was, wenn ich da so rüberlaufe? Ist das ein neues Gebäude? Das schaue ich mir mal an. Hoffe ich an, schwimme ich einmal. Plus. Juhu, Planschi, Planschi. Oh, da unten ist noch, sind Radkappen im Fluss. Könnten das Minen sein? Denk daran, früher wurden Radkappen als Minen benutzt, ne? Nein, es scheinen wirklich Radkappen zu sein. Ah, ich habe auch ein neues Gebäude entdeckt. Aber ich muss das nicht zwangsmäßig ausprobieren, wenn ich versuche, die aufzunehmen. Ey, ich treffe den gerade nicht. Oh, was denn? Er hat was gedroppt. Munition. Oh, das ist ein... Oh, das ist ein Tier. Ich hab den... Der hat keinen Hals mehr. Oh doch, jetzt hat er wieder... Doch, hier, so sieht's aus, ob ich den Kopf in, nach, von unten, von oben nach unten reingeschlagen habe. Sehr schön, ich habe auch Fleisch gekriegt. Und hier ist eine Tankstelle. Ups. Bier bringt immer noch Ausdauer. Erhalte Ausdauer, Wagemut, großes Ego. Na, passt doch. Hallo? Ah, ich wusste doch, dass jemand da ist. Hi! Ich hätte hier gerne noch was Fleischiges, was man essen kann. Oh, da ist sogar ein fetter Tourist. Oh. Ja. So, dann schlagt mal bitte die Tür ein. Oh, Leute, jetzt sollt die Tür einschlagen und nicht nur ein bisschen. Leute, da ist eine Tür. Ich hab die euch aufgemacht. Warum geht ihr nicht zur Tür raus? Geht doch. Oh, mir ist hier gerade zu warm. Richtig viele von euch. You are hot. Ich weiß. Nee, wurde mir gesagt. Weil ich gerade im anderen Gebiet bin. Ist die Tür offen? Ich bin gerade irgendwie ganz komisch, die Zombies. Ruckel-Zombies? Das macht es schwer zu zielen. Whip in memory of Matt Mowell 1986 bis 2002. Wer immer das war. Da unten ist ein Gasbogen. Komm mal rein. Klingt auch ganz freundlich und wenig Zombies. Wie weit bin ich mal zu Hause entfernt? Geht eigentlich. Oh ja. Was ist das? Ist ja schon 18 Uhr, ne? So. Jetzt sogar
da jemand was fallen lassen. Ja, ich find's auch toll, wenn die Zombies was fallen lassen. Was haben wir denn? Cowboy Boots und... So. Ich würde mir trotzdem gerne so... Dings noch mal anschauen. Aber diese dicken Zombies, die halten immer so viel aus. Ich hasse das. Ja, das ist... So, Autoteile, Frachtkiste. Oh, hier sind ja wieder zwei drin. Alter, hier wird's nicht weniger. Ich spüre meinen blauen Knüppel. Mach ich noch und dann bin ich nach Hause. Ja, ich glaube, ich lasse die jetzt einfach mal frei und ich hau ab. So. Ich auf zum nach Atem! Ich habe die aus dem Haus befreit und irgendwann komme ich hier wieder vorbei und hole mir alles wieder. So, erstmal dahin, weil da ist die Brücke. Ach, da wartet auch schon jemand. Ein Tier. Ich habe zwei, ich hätte gerne noch mehr, aber... Ich hätte auch gerne... Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich keine Zeit mehr zum Spielen, kleiner Zombie. Da haben wir ja schon zusammen drei Stück, ist ja schon mal gut. Ja. Und da wir auch einiges an Dings haben, ist es gleich... Dings? Eiern. Können wir schön Eier mit Schokolade machen. Zwei sind nicht viel, aber ich kann die hier weg. Ja. Irgendwas getötet. Reh, Hirsch, irgendwas. Es ist Boot. Es könnte ein Reh sein, ein kleines Reh. Es hat auf jeden Fall Hufe. Habe ich nicht drauf geachtet, ich habe schnell getötet. Und geschlachtet. Sehr schön. Aber schon vier Tiere. Sehr schön. Hey, Tussi, du hast deine Klamotten vergessen. So holst du dir nur den Tod. Spür meinen blauen Knüppel. Ist doch gut. Ja. Über 300 Stück. Ja. Du sagst. Der hat mich erwischt. Zack, Ratte. Das ist schon geplündert worden. Eine Tür im Wasser? Eine Hütte im Wasser. Im Wasser? Hm. Eine Taucherhütte? Nee, also auch im Wasser. Also. Aber erwischt die mich auch noch. Eieiei, schnell verbinden.
siehst nicht gesund aus. Kein Pfeil wieder gekriegt. Frech. Ich hacke dann auch gleich schon mal die Treppe kaputt. Keine Tablette, schade. Ich hab Hunger, mir ist unwohl. Mimimi. Mir ist kalt. Meine Beine tun weh. Nee, ich bin kalt nach Hause. Ist mir nicht. Ich bin nach Hause. Oh. Das ist unser Haus, ja. Gut, dann gehe ich erstmal rein und nehme mir eine Schmerztablette. Damit ich mir ein bisschen HP bekomme. Und was zu essen. Was zu essen? Was zu essen haben wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Fangen wir an zu grillen. Fang mal an zu grillen. Oh, ich habe auch über 300 Federn. Das ist doch super. Oh, tut sich hier gerade so ein kleines Großprojekt auf. Oh. Das wäre? Naja, die Zombies können unter die Veranda. Ja. Das ist nicht gut. Ja, darum machen wir da Spitzen oder nochmal irgendwie Cuttlestone oder so. Genau. Das war auch mein Gedanke. So, haben wir hier einen Schrank, wo wir noch Essen reinpacken können. Ne, da ist ja Kapeter drin. Zack, Fett, Knochen. Die Tranker. So. Spiritus. Ach, Messbecher kann da gar nicht rein, oder was? Woran? Ja, nicht, wenn es brennt. Ja, sagte ich mir auch gerade. Man kann auch gleich Wasser machen. Der zu tun. Ey. Was denn? Guck da nicht rein, wenn ich reingucken will. Ich guck rein, Wunsch. Ich guck da rein. Ey, mach Platz. Trotz Strom ist es recht dunkel hier, ne? Hm. Kochst du? Fleisch. Wir haben auch Eier. Dann mach doch. Boah, ich baue hier oben mal eine Truhe mit Waffen. Mach das. Hier schön. Neben der Couch. So. Einfach da hin. So, ein Pfeil. Ja, ich glaube, wir können auch erstmal die Aufnahme pausieren. Ach ja, wir sind hier gerade so im Aufräumwahn. Entschuldigung. Also ich fange jetzt hier so ein bisschen an. Ein bisschen, da kann erste Hilfe rein. Ja, bevor wir große Truhen bauen zumindest. Ja, wir haben ja welche hier unten. Die kann man ja benutzen. Also hier für Essen und Trinken, die Waschgeschichte kann man ja benutzen. Und oben habe ich eine große für Waffen hingepackt. Wir müssen aber hier innen drin, noch irgendwie was bauen,
Damit wir mehr sehen. Ich finde es hier noch recht dunkel. Ja. So, ansonsten werden wir jetzt hier erstmal beenden. Wir werden es hier noch ein bisschen schick machen. Ein bisschen reparieren. Vielleicht auch gehe ich in den bösen Keller und buddel ein bisschen mit meiner Spitzhacke. Suche mir eine schöne Ecke. Ich würde sagen, die restlichen Räume, die machen wir einfach zu. Die brauchen wir ja nicht. Da können ja nur die Zombies reinkommen. Das ist die Zombie-Pufferzone. Und da, wo die Treppe runterkommt, baue ich dann links. Hier buddel ich dann gleich tiefer. Ich habe neue, schöne Hängeschränke gebaut. Wunderbar. Jetzt haben wir heile Hängeschränke in der Küche. Fantastisch. So, dann beenden wir erstmal dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like, einen Kommentar oder sogar ein Abo da. Das wäre traumhaft. Dann haut rein. Ciao. Tschüss.